Oh je, Quickman oder Heatman. Eins von beiden, aber durch Random ist halt Quickman. Am besten, wenn Quickman weg ist, dann fühle ich mich viel, viel, viel sicherer. Ganz einfach. Wie man hier unschwer erkennen kann, gleich ist links oben gleich ein One-Up, aber das brauchen wir nicht, weil wir gehen so oder so irgendwann mal Game Over. Von daher ist das alles in Ordnung. Wie man aus Quickman selbst kennt oder wenn ihr aus Mega Man überhaupt kennt oder Mega Mari, sind die gelben Laser Instant Death sind das. Ich lerne es nicht, ne? Okay. Instant Death Laser und wenn du einmal berührst, bist du Game Over. Oder einmal tot. Je nachdem, wie du es machst. Aber egal, jetzt haben wir die Potheads hier. Kann man aus Mega Man 1 diese Köpfe, was da rauswirft, ich, dass wir auch treffen wie ein Weltmeister. Ja. Also Equipment Stage ist wirklich nicht meine Lieblingsstage. Ich glaube von gar keinen. So wirklich. Außer man merkt, je öfter man diese Stage macht, desto mehr Erfahrung hat man durch die Lasers und desto einfacher wird man hier durchkommen. Ist es wirklich das reine Trial and Error Prinzip hier? Kennt man aus dem, wer Mega Mario schon mal gespielt hat, kennt das halt, ne? Aber die Idee von Mega Mario war halt hier bei Mega Man. Man könnte hier einen Mon abholen und sofort hier runterspringen, aber das wäre zu riskant, weil man schon muss mal wirklich flinke Finger haben. Ich schaffe das nur ganz selten mal was, aber gut, egal. Oh Gott, Sniper Joe. Oh nee. Komm mit, schaut mal bitte, danke sehr. Wenn sie dich einmal berühren, ne? Hast du übelsten Damage schon. Ich werde auf jeden Fall gegen Quickman, auf jeden Fall E-Tank benutzen. Oder kurz vorher, je nachdem, wie gut ich hier durchkomme. Ah, nicht gut genug. Ja, oh, schade. Eigentlich hätte ich auch schaffen können, dadurch rüber zu springen, aber gut, habe ich nicht geschafft. Wird auf jeden Fall E-Tank benutzen. Weil E-Tank brauchen wir jetzt so oder so nicht. Der Boss ist total random. Hat er ein Pattern? Ich weiß es nicht. Wenn er ein Pattern hat, dann sagt es mir bitte Bescheid. Quickman. Wow. Nicht getroffen zum ersten Sprung. Oh mein Gott, wird das jetzt ein Oh nee, schade. Ah, aber er hat einen einfachen Pattern. Er hat einen einfachen Pattern. Das ist sinnlos. Okay. Einfache Pattern. Normalerweise hüpft er jetzt die ganze Zeit immer rum, aber wenn das jetzt so einfach war. Noch nicht mal fast 3 Minuten. Ja, sage ich nicht nein dazu. Hauptsache, ich habe die Scheiße hinter mir. Ganz ehrlich. You get equipped with Quick Boomerang. Eine sehr nützliche Attacke. Oder Fähigkeit, besser gesagt. Heatman. Deine Stage. Bis gleich. So. Kurz Unterbrechung. Ja, hallo Heatman. Gib mir ein Stage ist ja Feuer und Feuer bedeutet Tod, Feuer bedeutet Lava, Instant Death und hier Flammenmeer. Hier ist aber eine gute Speedrunning Methode einfach mal durchlaufen, richtig snipen, wenn ich mal könnte, aber kann ich ja nicht. Haben wir gerade wunderbar gesehen, wenn man in den richtigen Augenblick dann diese Frames snipen tut, kann man hier wunderbar, weiß nicht, noch nicht mal 30 Sekunden mit diesem Abschnitt hier fertig sein. Mein Gott, ich sollte wirklich aufhören zu reden, ey, die ganze Woche, das ist so scheiße mit reden, egal, so, boing, hätte es übersprungen. Was darf in einem Mega Man Teil nicht fehlen? Richtig, diese unsichtbaren Blöcke, die sehr schön mal sich rausglitschen tun, die man hier unschwer erkennen kann. So, jetzt aber. Gut, eine gute Dinge sind 4. Ja, sag ich so. Hier kann man hier auch wunderbar runterfallen lassen. Und wer Lust hat, hier Monarch zu farmen, der kann hier bei den Tellys hier wunderbar machen. Manchmal auf Easy-Modus droppen die nur noch, also nach meiner Erfahrung her, auf Easy Mode halt nur fast Mon-Ups oder große Energie und große Waffenenergie.
Aber so momentan auf Hard-Modus droppen die fast gar nichts. Habe ich so das Gefühl. Oder generell bei Mega Man 2 droppen die eigentlich sehr viel One-Up und so, aber irgendwie in diesem Durchlauf gar nicht. Also von daher könnt ihr ja wunderbar farmen. Und wenn ihr stirbt, dann startet ihr genau da vorne gerade wieder, wo ich die ganze Zeit schon stand. Ey, dieses Rumgeklitschte da manchmal, das ist ein bisschen nervig. Aber nur gut, sage ich nicht nein dazu. So, einmal hier rüber, schnell, das war's. Da einmal waren. Mit dem Crash Bomber kann man hier wunderbar durch. Aber das ist ja nicht so wirklich das Wahre bei einem Buster Only Run. Einfach mal irgendwelche anderen Fähigkeiten zu benutzen, außer dem Buster. Ich habe mir vielleicht doch überlegt, dass ich vielleicht versuchen werde. Ich hasse die Stelle hier. Und, oh, ich darf hier nochmal von vorne machen. Die ist wirklich so nervig. Überlegt, dass ich dann doch vielleicht mal versuchen werde, die Rematches dann halt mit Buster Only zu machen. Aber, naja, muss man mal gucken. So. Aber rüber, rüber, rüber. Es ist wirklich nervig. Ein Fehler, du bist tot. Ja, die Lava unter dir kann dich töten. Wenn du mit den zwei Fähigkeiten hier rüber machst, kannst du dir so den Mann absammeln. So, hier muss man aufpassen. Jetzt muss man hochspringen. Und so aufpassen, nicht mal nicht zur Seite geklitscht wird. Aber ich hätte Glück gehabt, dass ich noch in der richtigen Höhe war. Ach, du, ja, danke. Ach, ich sollte auch mal rennen. Das war knapp, ich wurde nicht getroffen. So, Heatman. Der Anfang ist nur schwierig bei Heatman und er hat manchmal so kurze Framerate, wegen seinen Charts oder so. So, der Anfang ist wichtig. Wow, ich hab den geschafft, den Anfang mal. Cool. Er wirft ja drei Flammen auf dich zu und du musst auch rechtzeitig wegspringen. So, ist okay. Einfach landen und sofort schießen. Aber manchmal macht er diese kurze Schadens-Dings. Das ist nicht so einfach. So, einmal rüber. Und wenn du gleich landest, zu ihm hinguckst und so, ne? Gleich sofort ihn anschießen. Oh, zwei Energiebalken nur noch. Das ist ein bisschen schwierig. So, das ist in Ordnung, wenn er sowas macht. So, einmal noch. Gut, wunderbar. Das kann man so sehen lassen. Buster Only, Perfect Run. Ich glaube, ich habe ihn auch ja schon raus eigentlich, aber dann ist man so doch ein bisschen so hebelig dafür. Also, das könnte man Perfect Run machen. Hey, Age Equipment, Atomic Fire. Matches from Dr. Light. Man kriegt das Item Numero 1. Das ist dieses Plattform-Dings da. Nicht den Lifter, sondern eine ganz normale Plattform. Bei Item 2 ist dieses Rush Jet. Und bei diesem Item 3 ist es dieses Rush Coil, so was ähnliches. Was heute für die faulen Leute? Für extrem faule Leute. Ganz ehrlich. Und wir kommen gleich zur beste Musik überhaupt in Mega Man Teil. Neben Galaxy Man ist das einer der besten. Obertäusche, Dr. Wily Augenbraue. Das kann ich nicht nachmachen. Ich würde das ganz gerne mal nachmachen. Ja, wir kommen zur Sky Castle Stage 1. Mit der besten Musik überhaupt. Ich liebe das Lied. Gut, bis demnächst wieder.